Ja, und damit auch willkommen zu meinem Teil Organisationen und Innovationen menschlicher Gestalten. Was meine ich damit und warum auch wieder? Das zeige ich euch jetzt in den nächsten 55 Minuten. Ich möchte gerne anfangen mit ein paar Zitaten aus unseren Gesetzgebungen. Das kennt ihr vielleicht, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Das ist das Grundgesetz, Artikel 14. Wir haben aber auch in der Verfassung der Landesregierung NRW verankert, im Mittelpunkt des Wirtschaftslebens steht das Wohl des Menschen. Und in der Bayerischen Verfassung steht drin, auch durch Volksentscheid übrigens entschieden, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Und die Frage zum Aufwärmen an euch: Dient denn dein Arbeitsumfeld, wo du gerade tätig bist, überwiegend dem Gemeinwohl? Warum und warum nicht? Darum geht es auch jetzt in den nächsten Minuten, genau um diese Lücke zwischen den Intentionen, die wir haben, und der letztendlichen Handlung des Unternehmens, der Organisation und der Innovationsvorhaben. Im ersten Teil möchte ich mit euch beleuchten, und zwar den Systemwandel, den wir so ein bisschen durchleben, hin zu einem Wertewandel, und was sind eigentlich die neuen Pioniere, die bereits Gemeinwohl an die vorderste Front stellen und wie wir denn dazu beitragen können als einzelne Personen und als Innovatoren oder als Unternehmerinnen und Unternehmer in dieser Runde. Die Frage ist, wir haben ja gehört, wir haben ja gesehen, im Gesetz steht das verankert drin. Alle Wirtschaft dient dem Gemeinwohl. Wie kommt also eigentlich, dass diese Maxime verdrängt wurde? Das ist die allererste Frage, die ich gerne kurz skizzieren möchte. Und zwar kann man sich da mal die Griechen anschauen. Die sind so lange wie die Menschheit existiert, daran beschäftigt, zu überlegen, was ist eigentlich die Ökonomie an sich? Und Ökonomie kommt von dem Begriff Oikonomia. Das ist griechisch für das Haus und das Gesetz. Und eigentlich ist es das oberste Prinzip, die zweckmäßige und tugendhafte Haushaltsführung für das gute Leben. Das ist das Ziel, was Ökonomie an sich beschreibt. In Ökonomik, so definieren das Experten, ist die natürliche Erwerbskunst, die Hausverwaltung dessen, was wir tun. Und was wir im Pendant dazu haben, im Gegensatz, ist die Krematistik. Vielleicht habt ihr das ein oder andere schon mal gehört. Die Krematistik ist sozusagen die Kunst des Gelderwerbs. Das heißt, wie schaffen wir Geld, wie erzeugen wir mehr Umsatz und wie häufen wir es an? Das ist eine widersprüchliche Erwerbskunst. So zumindest in der Philosophie wird das sehr stark diskutiert, dass eben das eine sich sehr natürlich anfühlt, nämlich das Verwalten, das Zusammenbringen für das gute Leben. Das andere ist das, im Endeffekt, das Entziehen, eine Erwerbskunst zu kreieren, nämlich Geld anzuhäufen. Und das ist etwas, was in der Zeit vielleicht verloren gegangen ist. Nämlich wir haben Geld nicht mehr so stark als Mittel gesehen, als Tauschmittel, sondern eher so als Ziel, als Zweck von sich selbst. Und wenn wir uns dann auch die Management-Theorien anschauen, wir haben hier den Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman, der da sagte, the social responsibility of the business is to increase its profit. Und vor 40, 50, 60 Jahren wurde entsprechend die Wirtschaft so geprägt, überwiegend mit dem Ziel, den Profit zu maximieren und zu kreieren. Und so entstehen auch unsere Kennzahlen. Also das eine, man sich überlegt, wofür Ökonomie vielleicht eigentlich stehen sollte, ist die Sinn, Menschlichkeit und echte Nutzwerte zu kreieren. Finden wir eigentlich heutzutage überwiegend diese Diskrepanz wieder und reden eigentlich von Rendite und Profite und das Bruttoinlandsprodukt, was angeblich die Zufriedenheit und die Erfolg einer Nation bemisst. Um diesen Paradigmenwechsel, um das aufzulösen, darum sind wir so ein bisschen heute hier. Und es gibt viele Menschen, die sich damit beschäftigen. Das ist in dem Fall Einführung von der Gemeinwohlökonomie von Christian Felber. Aber es gibt auch andere Pioniere, die eben das hinterfragen momentan. Ist denn Rendite, Profite und Bruttoinlandsprodukt denn das Wesentliche oder doch eher wesentlicher oder menschengemäßer Sinn, Menschlichkeit und echte Nutzwerte? Und es ist hart zu greifen. Es ist schwerer, natürlich etwas zu messen, was vielleicht menschlich ist und was vielleicht Sinn hat. Und auf der Evolution hin, von dieser Ego-Perspektive, Geld anhäufen zu müssen, hin wieder zu einer natürlichen Perspektive der Ökologie oder der Ökologie in dem Fall. Da kennen wir vielleicht Otto Scharmer aus der Theory U, aus dem MIT in den USA, der eben sagt, wir leben in einem Systemwandel und das System entwickelt sich in diesen vier Sphären weiter. Wir haben die 1.0, da begann es mit Input, Autoritäten und sehr zentrierte Kulturen. Ja, es ist autoritär geprägt. Die zweite Welle war die Output- und Effizienz geprägte Welle. Momentan reden wir sehr stark über Design Thinking, über Outcomes, über Nutzen, über Nutzer und Mehrwerte für die Mitarbeiterinnen oder für die Endkunden. Also nutzerzentriert. Und heute sind wir genau an der Schwelle zwischen dem vierten System, dem ko-kreativen und ökosozialen System.
Und was das genau bedeutet, das fragen wir uns halt im nächsten Schritt, nämlich was sind eigentlich die Auswirkungen dieser profitorientierten Innovation? Also wenn wir Innovation mehr dem BIP, dem Profit und der Rendite uns zuwidmen und eben diese anderen Werte, die wir ja gerade gesehen haben, vielleicht nicht folgen, dann geschieht genau sowas halt. Wir haben halt große Startups, die mit einer tollen Intention starteten, aber letztendlich dem System entsprechend geleitet worden. Zum Beispiel hier bei Uber, wir sehen hier das Schild in der Mitte, der Mitfahrer zahlt $40 und der Fahrer verdient 3 netto am Ende des Tages. Also diese Share Economy, von der ich ja selber sehr stark drin war, mit meinem privaten Carsharing, autonetzer.de, diese Vision, man nimmt diesen Mittelmann zurück und lässt quasi Menschen peer-to-peer miteinander verbinden und letztendlich wirtschaften. Das ist in dem Fall schwieriger geworden, weil letztendlich dann doch der Mittelshändler, in dem Fall Uber, die Mehrheit des Umsatzes einnimmt. Oder schauen wir uns die Probleme an, die Facebook verursacht. Es gibt eine wunderbare Dokumentation, die Cleaners heißt die. Ganz, ganz tolle Arte und ZDF-Moderation oder Dokumentation, wo gezeigt wird, wo hunderttausende Menschen jedes Jahr für unser sauberes Internet hier in Deutschland, damit wir auf Facebook keine Penisbilder sehen, keine schlechten Inhalte, keine Selbstmordversuche, circa 100.000 Menschen weltweit damit beschäftigt, diese Inhalte zu löschen und zu selektieren. Ihr müsst euch vorstellen, was hat das für eine Auswirkung auf diese Menschen, die jeden Tag 8 Stunden lang oder 12 Stunden lang Leute beim Selbstmord zugucken müssen und dann letztendlich am Ende auf Abbrechen klicken, damit wir das nicht zu sehen bekommen. Also diese Geschäftsmodelle, die heute existieren, haben überwiegend auch negative Folgen. Vermutlich auch wegen der falschen Auslegung der Ökonomie. Und das Manager-Magazin hat letztens betitelt noch, dass Kinderarbeit im Kongo, dass eben dort für die Abarbeitung von Kobalt und den ganzen Erden, eben dort werden momentan eben Unternehmen in Pranger gestellt. Apple, Alphabet, Google, Tesla und so weiter. Oder schauen wir uns hier in NRW an, ja, diese Roller, tolles Ding, ich mag auch gerne mit diesen zu fahren, aber was eigentlich passiert ist einmal, dass diese Roller nach 3 Monaten in den Müll wandern oder recycelt werden müssen und dass Studenten hingehen, diese nachts aufladen und das über das Strom des Studentenwerks. Das heißt, wir zahlen als Steuern, als Allmende, diese externalisierten Kosten des Unternehmens. Wir zahlen sie alle und die Studierenden bekommen Mindestlohn, wenn überhaupt, ausgezahlt. Und diese Idee, dass es früher hieß, irgendwie die Wirtschaft ist in der Art und Weise gut, weil im Endeffekt die Gewinne werden letztendlich sickern runter in der Gießkannensystem, sickern runter auf die einzelnen Menschen und sorgen dafür, dass wir alle reich sind, dass wir alle weniger Ungleichgewicht haben und so weiter. Diese Theorie wurde bereits widerlegt 2015. Vor 5 Jahren hat man bereits empirisch bewiesen, dass dieses Trickle-Down-Economy, nämlich dieses, wir haben viele Reiche und diese Umverteilung findet automatisiert oder natürlich statt. Letztendlich, dass das ist nicht gegeben. Das ist leider nicht eingetreten, so wie das die Ökonomen uns, die neuen Ökonomen, die Wirtschaftswissenschaften uns versucht haben zu erzählen. Und auch wenn wir gucken, wo das Geld hingeht. Ja, wir haben hier zum Beispiel Future Positive Capital. Man sieht links die Sektoren, die Top 10 Venture Capital, also die Großfinanziers, Investitionen in Millionen Dollar in verschiedene Bereiche und rechts davon die größten Chancen, die größten Probleme und Herausforderungen Europas. Und wir sehen ein Mismatch, eine Dekorrelation. Das Geld fließt nicht dahin, wo die Probleme sind. Weil das meiste Geld floss 2018 in den Finanzsektor für Fintechs, damit wir eine bessere Banking-App haben. Aber eigentlich, was wir momentan brauchen, ist Energieeffizienz. Also auch die Realokation mit der Energie als Geldform ist zumindest gestört. Und das sind diese Unicorns, diese Startups, die daraus entstanden sind, zum größten Teil, die ein kurzfristiges Denken haben, Quartalsdenken, die in Fremdeigentum sind, das heißt, die Mitarbeiter oder Gesellschaft verlieren ja auch Anteile auf diesem Weg der Finanzierungsschritte und die fehlende Transparenz, die einfach herrscht, weil wir nicht wissen, weil wir wissen das alles nicht. Wir wissen nicht, was Facebook an Mitarbeitern einstellt, um unser Internet zu reinigen. Wir wissen es nicht, wo diese Dinge aufgeladen werden. Und dieses Unwissenheit, diese Intransparenz sorgt auch für Sorgenfreiheit. Es schützt uns natürlich auch als Konsumenten vor diesen Problematiken, die dort entstehen durch diesen Markt. Wir haben auch viel errungen, das soll keine Kapitalismuskritik sein. Wir haben super viel erreicht. Und ich glaube, wir können die Technologien und die Skalierbarkeit nutzen für einen höheren Wert. Und ich finde auch, was ich persönlich am ärgerlichsten finde, wenn ich mich durch die Plakate laufe und diese Corona-Werbung sehe von ganz vielen Firmen, die sagen, wir halten zusammen oder wir schützen die Alten oder
Unsere Preise sind immun gegen Kosten, ja. Oder in dem Fall, das ist für mich alles so ein bisschen, es trifft nicht den Kern der Sache. Und ein Beispiel möchte ich hier rausgreifen, NTV. Als Beispiel, wenn ihr bei NTV auf die Webseite geht, werdet ihr Werbung sehen, dass ihr die App downloaden könnt und dafür kriegt ihr einen Baum gepflanzt. Das ist eine ganz normale Marketingaktion. Das ist auch toll, dass NTV sagt, wir investieren die 3 € Marketingbudget zusätzlich in dieses Werbeversprechen, dass wir dir einen Baum pflanzen. Aber im Endeffekt haben sie neue Nutzer gewonnen. Und eigentlich, was ich immer finde, ist, wenn so eine Firma das ganz ernst meint, dann müsste sie doch vielleicht das Problem beheben, was in ihrer Branche existiert. Wir wissen, es sind viele hunderte Journalisten inhaftiert. Wir wissen, es werden tausende Journalisten verfolgt. Und eigentlich müsste die Message heißen, für jeden Download der App befreie ich einen Journalisten und sorge für die Meinungsfreiheit in der Welt. Das wäre mein Wunsch. Natürlich alles sehr nicht so einfach, weil wir natürlich eher Bäume pflanzen wollen. Aber ich glaube, wir verwechseln sehr stark die indirekten, direkten Effekte der Geschäftsmodelle. Und die Experten, NTV weiß ja, wie man juristisch vorgeht gegen staatliche Gewalt gegen Journalisten. Sie wissen, wie man dort ein Lobby aufbaut und ähnliches. Na gut, aber welche Verantwortung haben denn diese Organisationen, wenn sie größer werden? Warum haben Organisationen so viel Verantwortung? Warum möchte ich heute auf Innovationen rausgehen? Wir haben den WBGU, das ist der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für Globales und Umwelt oder für Umweltveränderungen. Und die haben letztes Jahr einen tollen Bericht zurückgebracht. Und zwar im Sommer haben sie einen sehr, sehr großen Bericht übergeben an die Bundesregierung mit diesen 3 Phasen der Nachhaltigkeit. Also wir bewegen uns ja in der Transformation der Nachhaltigkeit, wir wissen das. Aber die erste Dynamik war die Digitalisierung der Nachhaltigkeit. Das war die Bewerbung der Nachhaltigkeit, das waren die Simulationen, die wir machen konnten, mit Häusern effizienter arbeiten können. Momentan sind wir in der zweiten Dynamik, nämlich in nachhaltige digitale Gesellschaften. Ja, und die digitale Gesellschaft ist natürlich ein Riesenthema hier in Deutschland und auch anderswo in Europa. Nur, wir sind auf dem Scheideweg. Maya Göppel, die auch das neue Buch herausgebracht hat, ein Angebot zu machen, über die Welt neu zu denken, sagt halt Folgendes. Wir leben genau in diesem Scheideweg zwischen neuen Humanismus oder dem digitalen, ermächtigten Totalitarismus. Ja, wenn wir uns dann bestimmte Regionen und Regierungen anschauen, wissen wir, was gemeint ist. Und Digitalisierung kann dazu genutzt werden, das ist bei der Corona-App die Diskussion ja auch. Kann ich damit was Gutes tun oder kann ich damit eventuell, wenn es in die falschen Hände gerät, etwas zerstören? Und genau in diesem Paradigmenwechsel sind wir jetzt als Unternehmen, als Konsumenten, als Bürgerinnen und Bürger verpflichtet, diese Entscheidung so ein bisschen auch mitzugehen und zu überlegen, wo wollen wir hin? Das ist ein Scheideweg, der einfach gerade vor uns steht. Und Unternehmen haben eigentlich ja eine Aufgabe, weil sie sind ja nichts anderes als juristische Personen. Und juristische Person, das ist für mich eine Person, bloß als eben nicht in echten Organen oder mit echten Beinen, aber sie handelt, sie bekommt die Rechte eingeräumt wie eine echte Persönlichkeit. Und deswegen finde ich auch die Pflichten und die Notwendigkeiten, letztendlich was zu tun. Wenn wir uns ein bisschen auch den Vortrag vom Kamil anhörten, den allerersten noch vor einem Monat, da ging es ja sehr viel um uns selbst, nach innen zu schauen. Dann können wir auch ein bisschen auf den Buddhismus verweisen und gucken, was Thich Nhat Hanh, ein großer Meister, hier erzählt. Er sagt nämlich, auf Kosten des Mitgefühls, hinter den Gewinnen herzulaufen, schmerzt sie genauso wie andere Menschen. Wenn sie tief hineinschauen, sehen sie diesen Schmerz und das Leid der Welt und erkennen darin, dass sie eigentlich einen tiefen Wunsch haben, dieses Leid zu hindern, zu lindern. Genau das ist ja das, warum wir alle geile Jobs haben. Ja? Wir gehen in die Deutsche Bahn, weil wir die Menschen bewegen wollen. Wir gehen in die Medizinbranche, weil wir das Leid der Menschen mindern wollen. Die Frage ist, in welcher Höhe wir das tun wollen. Also welchen Kosten vielleicht, wenn wir mehr auf Profite gucken als vielleicht auf den Gemeinwohl. Noch eine letzte Studie möchte ich mitgeben, Edelman Trust Barometer, eine ganz, ganz tolle Studie. In über 84 Nationen wird das jedes Jahr erhoben, seit über 20 Jahren. Da geht es um das Vertrauen in Unternehmen und in Politik und in öffentlichen Institutionen. Das Vertrauen in Unternehmen ist weltweit größer geworden als in Regierungen. In Deutschland ist es auf dem Scheideweg und wir werden leider das erleben, dass Unternehmen vermutlich mehr Vertrauen bekommen als die Regierung. Wir haben das in anderen Ländern schon, ist das schon längst vorbei, dass Unternehmen das größte Ansehen haben, das größte Vertrauen genießen und die Regierung eher kritisch beäugt wird. Was wichtig ist, das heißt ja Umkehrschluss für Organisationen, wir haben eine große Verantwortung als Gründerinnen und Gründer, als Mitarbeitenden in Unternehmen, weil wir werden auf einmal doch mehr vertraut, als vielleicht sogar wir als Privatpersonen und als Privatinstitutionen, als vielleicht die Politik. Und 64% sehen die Geschäftsführenden in der Rolle und in der Aufgabe, den notwendigen Wandel, von dem wir vorhin gesprochen haben, einzuleiten. Von dem wir ja alle wissen, dass es muss sich was ändern.
Aber was sind dann die drei Wege des alternativen Wirtschaftens? Was können wir tun, um letztendlich wirklich die alternative neue Wirtschaftsformen anzunehmen, um eben nicht mehr auf Profit und Rendite und Bruttoinlandsprodukt zu gucken? Da gibt es natürlich auch weise Menschen, ich zitiere auch hier nur. Aber das eine ist der Nico Piech mit der Postwachstumsökonomie. Einfach mal zum Nachschauen im Anschluss. Ich werde es ganz kurz anreißen. Was ist die Grundidee dahinter? Nämlich den Wachstumszwang umzukehren und das Wachstum quasi in eine Postwachstumsgesellschaft zu überführen und sogar die Gesellschaft auf einem gewissen Maß, die Wirtschaft in gewissem Maß zu reduzieren und das gesellschaftliche Handeln. Denn das Ziel ist das ultimativ. Er verknüpft das sehr stark mit der Klimanotwendigkeit der Wissenschaftler, die sagen, wir müssen von 11 Tonnen CO2-Ausstoß pro Person auf 1,5 Tonnen CO2 kommen. Und jetzt an euch die Frage vielleicht mal, was glaubt ihr, was verbraucht ihr an CO2 im Jahr? Kurz in den Chat reinschreiben, wie viele Tonnen CO2 sind es 15 Tonnen im Schnitt, sind es vielleicht 10 Tonnen, sind es vielleicht nur 3 Tonnen, gerade wegen, weil ihr auch weniger fliegt. Aber schätzt mal einfach in den Chat reinschreiben, eine Zahl von 1 bis 100, wie viele Tonnen CO2 verbraucht ihr im Jahr, was schätzt ihr? Und ich habe selber. Man kann das selber auch nachmessen. Das ist sehr einfach. Da gibt es von WMF, nicht von WMF, von WWF gibt es da ein spannendes Tool, das eben genau diesen Fußabdruck letztendlich misst oder zumindest annähernd bestimmt. Und ich selber versuche da sehr viel ökologisch und nachhaltig zu handeln. Bei mir liegt er aber immer noch bei 9 Tonnen. Ja, von 9 auf 1,5 zu kommen, ist halt irgendwie schwierig. Und wir wollen das auch gar nicht. Wir wollen ja keinen Verzicht, wir wollen keine Verbote. Ja. Und das ist halt aber die Kunst, eben die Wirtschaft entsprechend umzubauen. Und noch mehr ist nicht die Antwort, sondern eher smarter und reduzieren. Und außerdem ist die Postwachstumsökonomie ein Fan von echter New Work. Wir kennen ja alle die New Work-Bewegung, alle reden von neuer Arbeit und New Work und wir wissen, woher das kommt. Und letztendlich ist es genau das, was eigentlich die Postwachstumsökonomie will, nämlich dass du 15 Stunden noch arbeitest, Erwerbstätigkeit, 15 Stunden dich deinen eigenen Sinn, deinen eigenen, ja, auch deine eigenen Freizeit und Hobbys und deinem eigenen Ideen und so weiter widmest, letzten 15 Stunden die Woche dafür sorgst, dass es dem Gemeinwohl gut tut. Das heißt, du engagierst dich in Kindergärten, du reparierst Fahrräder, nutzt dein Wissen kostenfrei, wie das wir hier tun, um letztendlich dann letztendlich ja anderen Menschen eben mit etwas zu beglücken. Ja, darum geht es in diesen 15, 15, 15 Stunden Woche. Na, zweite Theorie von den dreien, oder hier nochmal ganz kurz, auch nochmal wichtig, genau bevor ich in die zweite Theorie gehe. Wir sehen links und rechts zwei Systeme, ja. Und zwar das eine ist degenerativ, das andere ist regenerativ. Und ich dachte bis vor 2 Jahren, dass Nachhaltigkeit, nämlich das in der Mitte, Sustainability, das Maß aller Dinge ist. Wir müssen ja nur nachhaltig werden. Wir haben nachhaltige Ziele, wir haben Nachhaltigkeit-Reports, wir haben Corporate Social Responsibility, also CSR-Maßnahmen, die wir als Firma machen. Wir machen doch alles als Add-on gut. Aber es ist eben nur ein Add-on. Die Frage ist, können wir das inhärent das Organisationssystem, das Betriebssystem einer Firma ändern, um regenerativ zu arbeiten, um etwas vielleicht wieder aufzuforsten, um etwas rückgängig zu machen, was wir vielleicht als Menschheit zerstört haben, und daraus vielleicht sogar eine neue Art des Business zu kreieren. Und weg von der Degenerierung, von der Aushöhlung von eben Ressourcenverschwendung und so weiter, hin zu einer Regenerierung, zu einer Heilung und zu einer Weiterentwicklung. Und für mich war das ein Aha-Moment, ein großer. Nämlich, dass Nachhaltigkeit sozusagen die Mitte ist. Ja, und das ist eigentlich, muss es nicht nur, aber es darf auch Unternehmen geben, die auch gerne regenerativ für die Welt arbeiten. Die zweite Theorie, die Donut Theory, Donut Economics, kommt aus den USA diesmal. Das erste kam ja aus Deutschland angestoßen, aber natürlich auch mit vielen anderen Physikern und Philosophen zusammengedichtet. Hier in dem Fall Donut Economy. Da geht es darum, dass wir einen Donut haben mit leckerem Zuckerguss, das sind wir alle und in unserem Unternehmen. Und es geht darum, dass wir in der Mitte ein Loch haben. Und das Loch ist die menschenverachtende Arbeit oder die Tätigkeit, die Menschennatur zerstört oder sogar hinterlässt. Wir haben halt ganz viel Essen auf der Welt, aber irgendwie doch Welthunger. Und auf der anderen Seite haben wir am Ende des Kranzes, unseres Gebäcks, unseres wunderschönen leckeren Donuts, ich hätte schon Hunger, haben wir die Grenzen des Wachstums oder die Grenzen, die ökologisch und die ökologisch vorhanden sind. So quasi das Dach, wo wir nicht überschreiten können. Und so kann das dann aussehen, ja. Man hat in der Mitte das Problem, vielleicht unsauberes Wasser, Lebensmittelverteilung nicht korrekt, nicht gerecht, Gesundheitsprobleme in vielen anderen Ländern. Wir sind in Deutschland ja doch sehr gelobt hier, dass wir das eben anders haben. Aber diese Shortfalls gibt es halt überall auf der Welt immer noch.
Und es gibt ein just enough space für die Menschheit, dazwischen zu agieren, zwischen einem Austrocknen der Ozeane, Zerstörung der Biodiversität oder der Luft und eben dazwischen zu kommen. Das ist eben das Modell. Und Amsterdam ist eine der ersten Städte, haben sie letzte Woche bekannt gegeben. Danke an Laura für den Tipp. Nämlich in Amsterdam ist es jetzt so, dass die Wirtschaft in Amsterdam danach diesem Modell ausgerichtet werden soll. Ja, und es ist auch da wird auch die Mechanik des Wachstums hinterfragt. Ja, nämlich nicht Wachstum von außen zu nehmen, sondern Wachstum von innen und in der Tiefe zu fühlen und zu spüren. Von einer ausbeuterischen, vielleicht zu einer regenerativen Kultur. Von einer übermäßigen zu einer maßvollen, zu einer genügsamen Kultur. Von einem Gegeneinander Wettbewerb zu einem Miteinander, einer Kooperation. Und von einem als Bottomline-Ziel Profit zu einem Bottomline-Ziel Balance zwischen Gewinne und eben weiterem. Was das Weitere ist, das kann man vielleicht in dieser Gemeinwohlökonomie sich anschauen. Gemeinwohlökonomie ist das dritte Modell, eine dritte Wirtschaftsordnung, die ich euch zeigen möchte, ganz kurz zur Inspiration einfach zu überlegen, wo könnte die Reise in die Zukunft hingehen. Wir haben links den sehr starken Polarität des Kapitalismus, in dem Fall Friedman schon skizziert. Bottomline Profit, wir haben rechts den Sozialismus, Karl Marx. Und natürlich wissen wir, eins von den beiden wird nicht funktionieren. Und die Mitte wird es auch nicht tun. Sondern wir müssen jetzt überlegen, statt links, rechts, vielleicht wollen wir vorwärts gehen oder in den Süden oder in den Norden gehen, statt nach Osten, nach Westen. Und da haben wir ja schon ein bisschen korrigiert und auch tolle Möglichkeiten gefunden. Wir haben Elinor Ostrom mit der Genossenschaft, mit dem Almentengedanken. Wir haben ganz viele Genossenschaften in Europa. Oder wir haben die soziale Marktwirtschaft von Ludwig Erhard, die vielleicht so oder so momentan existiert oder auch nicht existiert. Das ist halt auch eine spannende Diskussion. Aber eine ganz neue Denkrichtung könnte sein, eine Gemeinwohlökonomie oder die soziale Innovation voranzutreiben. Aristoteles, habe ich am Eingangs erwähnt, und Christian Felber, seit 16 Jahren gibt es diese Gemeinwohlökonomie. Und was das genau ist, das zeige ich euch ganz kurz im nächsten Abschnitt. Es gibt vier universelle Werte, die die Gemeinwohlökonomie identifiziert hat. Und die sind auch sehr im Wandel. Die sollten oder werden demokratisch ermittelt über die gesamten Weltstrukturen hinweg. Aber man kann annähernd sagen, dass jeder Mensch nach Menschenwürde strebt. Jeder Mensch möchte Solidarität und Gerechtigkeit empfinden. Jeder Mensch möchte die ökologische Nachhaltigkeit bewahren, weil es die Grundlage unseres Lebens ist. Und die Transparenz und Mitentscheidung dazu beitragen, was eigentlich passiert bei mir in der Umwelt. Und neben diesen vier Werten gibt es fünf Zielgruppen. Fünf Bewegungsgruppen, wo meine Organisation, mein Unternehmen, meine Gemeinschaft, meine Gemeinde, es gibt die ersten Gemeinden, die gemeinwohlbilanziert sind hier in Deutschland. Diese fünf Berührungspunkte geht genau um die Zielgruppen, ja, im Endeffekt, ja. Es geht darum, die Lieferanten. Wie sorge ich dort für die Menschenwürde? Für die Eigentümer und für die Finanzpartnerinnen, für die Mitarbeitenden, für die Kundinnen und Mitunternehmenden und für die gesellschaftliches Umfeld letztendlich. Man kann jetzt quasi für die Excel-Menschen, weil wir sind ja dann doch am Ende des Tages gibt es Menschen, die brauchen diese Zahlen oder wir kennen das aus dem Controlling her, kann man dann letztendlich diese ganzen Felder benennen und Punkte vergeben. Eine Gemeinwohlbilanz ist dann letztendlich ein sehr intensives Konstrukt, um eben dann eine gewisse Punktzahl zu kreieren. Und das ultimative Ziel der Gemeinwohlbilanz ist es nicht, die Unternehmen zu bestrafen, die bio oder nachhaltig sind, weil die sind teurer, sondern sollten eigentlich günstiger sein. Und was nutzt man dafür? Steuern. Ja, dafür gibt es eigentlich den Begriff der Steuern. Deswegen zahlt man Steuern. Und es sollte nicht so sein, dass die Unternehmen, die genau diese 25 Punkte insgesamt investieren, sondern eben letztendlich da sogar Vergünstigungen kriegen. Ja, wenn wir uns mal jetzt wieder ein bisschen rauszoomen, um zu verstehen, was eigentlich in der Welt passiert, und ihr kennt ganz, ganz viele dieser Elemente, und das wird auch gleich die Frage sein im nächsten Breakout, und danach werde ich auch die Fragen im Chat beantworten, aber erstmal zu dieser einen Übung, und zwar, wir haben die Lieferanten, da kennen wir schon Co-Creation-Ansätze, also man kooperiert mit Lieferantinnen. Man hat das Lieferkettengesetz, habt ihr auch vielleicht gehört, es gibt viele Firmen, die da sagen, wir müssen die Lieferketten verantwortungsvoll gestalten und wir müssen in Deutschland, das was wir woanders auf der Welt einrichten, endlich als externalisierte Kosten akzeptieren und das Unternehmen zur Verantwortung ziehen und da mitwirken, dass eben dort Leid gelindert wird. Und die Vertragsfreiheit, Beispiel Premium Cola, als Cola-Lieferant seit über 20 Jahren produzieren sie Cola, aber das Ganze ohne einen Vertrag. Sie haben keinen Vertrag mit Lieferanten, keinen Vertrag mit Mitarbeitern und sie verzichten komplett auf Papierkram. Also das sind radikalere Einzellösungen, aber ich möchte sie kurz hier erwähnen, weil das ist für mich ein Mosaik. Bei B, Eigentümerschaft. Wir haben von den Genossenschaften viel gehört und werden gleich noch über ein Verantwortungseigentum reden.
Dann Mitarbeitende. Wir haben von Kamil das Search and Self-Programm gehört, wo eben Mitarbeiter in sich selbst hineinhorchen können und letztendlich herausfinden, was ihnen wirklich wichtig ist und Achtsamkeit kultivieren. Und dadurch entsteht in der Regel auch automatisch das Mitgefühl für andere und für die Umwelt. Wir haben New Work als Ansatz vorhin skizziert und wir haben zum Beispiel die Innovation Kickbox als Möglichkeit, Mitarbeiter zu befähigen, Ideen auf die Straße zu kriegen. In Kunden- und Mitunternehmen haben wir natürlich Design Thinking, wunderbar. Ich bin selber, ich habe 2011 in der D-School in Potsdam studiert, Design Thinking, Open Innovation Ansätze, solidarische Landwirtschaft oder mittlerweile CSX, das nennt sich Consumer Supported Companies. Da könnt ihr mal ganz toll gucken. In Deutschland tut sich da wahnsinnig viel gerade zum Thema solidarische Landwirtschaft auf andere Unternehmen übertragen. Oder gesellschaftlich sehen wir die Purpose. Natürlich alle wollen das Why von ihrer Firma gerade finden. Auch witzig, aber das ist ein gesellschaftliches Umfeld, was ich damit verbessern möchte. Stiftungen gibt es und es gibt natürlich auch diese CSR-Reports. Und die Frage an euch. An euch ist jetzt die Frage, was glaubt ihr oder was kennt ihr denn noch? Was kennt ihr noch an Möglichkeiten oder an Unternehmen, um entsprechend diesen verschiedenen Sachen zu wirken und letztendlich zu einem Gemeinwohl beizutragen? Also welche Firmen sind das vielleicht? Welche Organisationen sind das? Wir haben hier ganz interessante Fragen, und zwar von Fabian. Er Ja. fragt, wenn wir alternative Geschäftsmodelle ermöglichen und beispielsweise in Kooperativen regenerative Landwirtschaft betreiben, ist das meistens eine sehr lokale Lösung. Welche Ansätze gibt es, um so etwas zu skalieren? Geht das wie in der Natur nur über eigene Netzwerke oder kann man vielleicht auch ein regeneratives großes Unternehmen bauen? Dann hat er noch eine persönliche Frage an alle Teilnehmer und fragt, ob es jemand Erfahrung gemacht hat in Innovationen, regenerative Innovationen in Workshops. Da könnt ihr ja dann einfach mal reinchatten wegen Austausch. Und auch im Nachgang können wir gerne darüber sprechen. Ja, super. Vielen Dank. Generell ist es ja so, dass die Chance in diesem Bericht ja auch erwähnt, diesem Digitalisierungsbericht für die Bundesregierung von dem BBGU, ist es, dass wir die Technologien natürlich auch nutzen, um eben solche Effekte zu skalieren. Die Frage ist nur am Ende des Tages, wo führt das wieder hin? Also ist das wieder in irgendeinen bestimmten Taschen gewirtschaftet oder wird es quasi zum Allgemeingut, zu Open Source zum Beispiel? Und es gibt ganz viele Bemühungen und auch ganz viele Beispiele, wo letztendlich Unternehmen oder Organisationen besser gesagt hingehen und die Informationen veröffentlichen, wie sie es getan haben. Und dieses Wissen wird dann übertragen in andere Kommunen oder andere Gruppen, wie du schon sagtest. Und das ist ja schon an sich skalierend, wenn das Wissen an sich skaliert. Also man kann Wissen natürlich teilen, grenzenlos durchs Internet. Und natürlich kann man ab und zu natürlich auch Sachen gestalten. Und wir haben natürlich auch Genossenschaften, die weltweit aktiv sind. Wir haben eine spanische Genossenschaft, die ist weltweit die größte mit über 400.000 Mitarbeitern. Und die hat über 30 Ländern sind sie aktiv. Und ich werde nachher noch ein paar Beispiele dazu geben, dass eigentlich die Größe im Endeffekt auch möglich ist, aber es ist nicht ausschlaggebend. Es sollte nicht ausschlaggebend sein. Und zur zweiten Frage, wie kann ich das anregen? Du hast ja hier eine wunderbare Blueprint auf dem Screen. Du kannst eigentlich diese ganzen Themen mal ansprechen. Und ich und Kamil und Tanja, wir sind ja selber im Innovationsbereich sehr aktiv. Und es ist natürlich jetzt viel, viel mehr geworden, als es früher war. Ich meine, Kamil und ich, wir haben früher immer nur das Innovation Kickbox gemacht bei C. Ja, und mittlerweile wissen wir einfach, wie viele Einflüsse es eigentlich noch gibt. Ja, und das ist halt die Kunst, jetzt in dieser Komplexität sich nicht zu reduzieren auf ein oder zwei Sachen, sondern eben versuchen, das wahrzunehmen und das quasi in sich selbst in die Tiefe zu erkunden. Und das ist eigentlich die Aufgabe mit zum Beispiel Search and Self-Methodiken, mit Meditationen am Anfang und am Ende, die richtigen Fragen zu stellen als Innovationsberater. Bei der Kickbox zum Beispiel fangen wir an, wir zeigen die 17 Ziele der Nachhaltigkeit und sagen oder helfen den Mitarbeitern dabei, ihre Idee dahin einzuordnen. Das ist für mich ein ganz kleiner Schritt, den man machen kann. Ja, ihr könnt gerne jetzt nochmal kurz einen Waterfall-Chat machen, also sprich den Chat nutzen und einfach mal reinschreiben, welche Firmen, welche Beispiele kennt ihr noch zum Teilen. Also ihr habt ja gerade diese Runde gehabt, diesen Breakout. Es waren kurze 2 Minuten, es tut mir leid, aber nutzt gerne den Chat. Was habt ihr gehört? Was habt ihr Spannendes erfahren? Einfach mal Buzzwörter reinschreiben oder Namen von Firmen oder bestimmte Praktiken. Gerne den Chat nutzen. Sehr gut. Sophie kennt die Cola Leipzig zum Beispiel. Welche Beispiele oder Praktiken kennt ihr schon, die in die Richtung Premium Cola, genau, Einhorn? Zertifizierungen von Apotheken, Neuguss Holding, Automotive, Sonnentor, genau, Regionalwert AG. Das ist interessant bei Sonnentor nur als Beispiel.
Die sind, nennen sich auch Postwachstumspioniere und die haben bewusst gesagt, wir wachsen nicht mehr, wir wollen nicht mehr wachsen. Also zumindest haben sie gesagt, wir wollen diesen Wachstumsdoktrin nicht mehr nachgehen und unser Ziel ist es nicht zu wachsen, nur wenn es notwendig ist und wenn wir das als sinnvoll erachten. Ne? Man muss ja auch eine gewisse Mindestgröße erreichen. Foodsharing e.V., ja wunderbar, sehr gut. Henkel Möbel, prima, da sind viele auf dem Weg. Wir sehen Organisationen aus, die diesen Wandel bereits unterstützen. Wir haben ja jetzt tolle Beispiele von euch gehört. Und da sind ja einige andere noch. Es sind viele Startups, die in einer gewissen Art und Weise und Unternehmen, die in gewisser Weise in bestimmten Bereichen oder übergreifend was anderes machen. Ihr seht auch Jägermeister unten rechts, komme ich gleich noch dazu, wie das passiert. Aber die Frage ist, wie können die dazu beitragen? Ein Beispiel ist Ecosia. Statt Marketing und Werbung spielen sie Haltung aus, indem sie sagen, hey, wir nehmen das Geld in die Hand und kaufen den Hambacher Forst. Haben das RWE entsprechendes Angebot gemacht. RWE hat natürlich abgelehnt. Aber entsprechend hat es dazu geführt, dass dieser Hambacher Forst noch stehen wird. Oder sie berichten jedes Jahr, jeden Monat berichten sie über das, über die Wirksamkeit. Sie gehen also nicht in die Kennzahl Einnahmen ein. Ihr seht zwar die Einnahmen dort, 1,6 Millionen Euro. Also ist schon ein Business, würde ich sagen. Ja, 1,6 Millionen Euro im Monat zu verdienen mit nur Suche ist toll. Aber sie haben mit 700.000 Bäume finanziert. Ja, und eben genau eben das transparent zu machen, das eben ist auch ein Kernelement dieser Unternehmen. Oder sie sagen sogar jetzt, weil sie sagen, wir wollen ja als Suchmaschine die Bäume pflanzen, auch entsprechend für den Klima, gegen diese Klimakrise angehen. Letztendlich zu Demonstrationen, die Mitarbeiter ermutigen, legal zu protestieren, aber durch zivilen Ungehorsam vielleicht ins Gefängnis zu kommen. Und wir zahlen das Gehalt weiter, das haben sie den Mitarbeitern garantiert. Und solche tiefen Haltungen, das vorzuzeigen, das wünsche ich mir von vielen anderen Organisationen. Wir haben hier Tomorrow Bank, eine ganz normale GmbH, aber die eben gesagt, dass wir das Geld eben wirklich nur in bestimmte Sachen investieren. Und es gibt Freunde von denen, von der Tomorrow Bank, die haben, oder die Gründerin von Tomorrow Bank haben früher das Lemonade gegründet, diese Limonade, die eben letztendlich auch Hilfe leistet. Und noch witziger finde ich eigentlich die Idee, es gibt sogar das Möglichkeit, dass du im Monat 50 Euro zahlst, als Abonnement wie Spotify, bloß halt ein bisschen teuer, 50 Euro. Aber dafür wird quasi ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das gut ist, aber es ist so eine Art Erlass, dass man quasi dadurch wird der CO2 kompensiert, den du privat ausstößt. Aber was sie mit dem Geld hauptsächlich machen, ist, die kaufen Anteile von umweltzerstörerischen Unternehmen und zwingen sie dann dazu zu schließen. Also Übernahmen von Aktiengesellschaften, wenn man so möchte. Das ist ja frei zu handeln, die Aktien. Und das ist eine schöne Vision und das ist aber tatsächlich mit richtigem Motivation, richtigem Tatendrang kann daraus vielleicht was entstehen. Ja, nun, wie können etablierte Unternehmen dazu beitragen? Auch das, sie sind natürlich sehr gefangen in eigenen Strukturen und Systemen. Aber Zipgate zum Beispiel als Telefonieanbieter, die auch ein New Work nicht nur predigen, sondern auch leben. Und ich habe gesagt, Herr Jungs, ich glaube, das mit der Europawahl ist letztes Jahr sehr kritisch. Ich möchte gerne 5 Wochen freigestellt werden. Ich möchte gerne so ein Programm machen, wo wir animieren, junge Menschen über Influencer, die ihr hier seht auf dem Foto, wählen zu gehen. Ja, und letztendlich habe ich von Zipgate frei bekommen, dürfte dann nach Berlin 5 Wochen und Zipgate hat sogar noch was gesponsert, ohne genannt zu werden, also was gespendet. Das ist auch wichtig zu unterscheiden zwischen einer Spende oder einem Sponsor. In dem Fall wurde mein Gehalt als auch zusätzliches Geld gespendet. Oder Dräger, Kamil kennt die Story sehr gut, mit Roloff Berg, ein Mitarbeiter, der eine intrinsische Motivation hatte. In diesem Unternehmen, das ansonsten Sicherheitstechnik für Medizin und Geräte produziert, auch mal einen neuen Markt sich anzuschauen, weil in der Regel war Dräger nur im B2B-Markt aktiv als Medizinanbieter. Und Roloff hatte die Motivation, aufgrund des eigenen Bedürfnisses, seine Kinder vom Kindstod zu bewahren, etwas zu entwickeln. Ja, und zusammen mit Kamil konnte er halt dann letztendlich dann diese Dräger-Dreamguard-Systeme entwickeln, was heute auf den Markt gekommen ist oder so vor 2 Jahren. Und man merkt einfach, dass intrinsische Motivation auch ein Element ist. Wenn man die Mitarbeiter dann das Geld, die Zeit, die Motivation gibt, die er braucht, um seine Ideen zu verwirklichen, kann das unter Umständen erfolgreich sein. Das ist aber natürlich jetzt nur ein kleiner Aspekt, in dem Fall noch ein sehr normales Produkt, aber es zeigt auch, wie intrinsische Motivation sehr wichtig sein kann. Oder Jägermeister in einem anderen Innovationsprogramm, das jetzt vor kurzem geendet ist, da hatten wir ein Team in den USA, die haben gesagt, hey, wir haben keinen Bock, hier ein Business zu erstellen, wir haben gerade andere Sorgen, die Industrie hier ist gegen die Wand gefahren, durch Corona sind die Bars und Clubs alle zu. Es werden hunderttausende Service-Mitarbeiter entlassen und das soziale System hier ist halt anders als bei euch in Deutschland. Und deswegen brauchen wir eine Art Soforthilfe und eine Art Maßnahme. Und Jägermeister hat sich verpflichtet, mit MeisteringLife.com diesen Menschen zu helfen.
Ja, und das ist eben, was entstehen kann, wenn man eben das Unternehmerische, also diese Agilität, würde ich eher sagen, diese neue und Art und Weise, wie man dann auch Sachen entwickelt, dass diese Fähigkeiten zu übertragen auf soziale Probleme. Was haben aber diese Pioniere jetzt gemeinsam? Ja, man kann natürlich jetzt wunderbar hingehen und sich fragen, was ist denn das Muster dahinter? Ja, habe ich sehr bewusst sehr viele verschiedene Beispiele gezeigt und das waren auch bestimmt nicht die idealsten Unternehmen. Aber das eine, was diese Innovationsvorhaben klein haben, bei großen Unternehmen oder sogar die Unternehmen an sich, ist, dass sie versuchen, echt zu sein. Sie verbinden Sinn mit Gewinn und sie sehen sich im Verantwortungseigentum. Die Idee des Verantwortungseigentums ist keine neue. Robert Bosch und Carl Zeiss sind eine der Unternehmen, die seit vielen, vielen Jahren Verantwortungseigentum praktizieren. Die Zebra-Unternehmen verpflichten sich sozusagen, die Demokratie zu verfechten, glauben daran an demokratische Abstimmungssysteme und bauen das bei sich bewusst ein. Sie balancieren, wie gesagt, Sinn und Profit und die teilen Macht und Ressourcen bewusst, weil sie glauben daran, dass dadurch es insgesamt besser wird, aber trotzdem sie wirtschaften können. Also ein kompletter Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie ich auf mein Unternehmen, auf meine Organisationen gucke. Denn sie glauben daran, dass die Art des Geschäftsmodells einen großen Impact hat. Die Betriebskultur als erstes, wie bei Zipgate als großes, tolles Beispiel. Ja, Betriebskultur. Wie lasse ich Teams autonom arbeiten? Wie gehe ich mit den Menschen um? Was habe ich für ein Menschenbild? Oder Überzeugungen wie bei der Make It. Empowering Innovators. Das ist unsere tiefste Überzeugung, Menschen zu befähigen, innovativ zu sein. Erfolgsstrategien. Welche Taktiken brauche ich dafür? Irgendwelche Marketinginstrumente, die Leute verfolgen im Netz? Oder irgendwelche hascherische Werbung? Oder kann ich das Ganze mit einer anderen Sanftmut begegnen? Und vor allem, was sind die Auswirkungen meines Produktes, meiner Dienstleistung auf die Konsumenten? Das ist auch das Überthema von Tanjas nächsten Talk. Nämlich, was habe ich für einen Einfluss und eigentlich für eine Macht auf meine, nicht mehr Konsumenten sogar, sondern sogar meine Mitmenschen. So würde ich es definieren. Und das führt zur Veränderung der Gesellschaft und wieder vielleicht zur Veränderung des Systems und dadurch eben zu einem anderen Wirtschaften. Beim Verantwortungseigentum geht es darum, dass der Gewinn dem Unternehmenszweck dient und nicht mehr einzelnen externen Akteuren oder Shareholdern oder Investoren. Und vor allem, dass die Firma unverkäuflich wird, das heißt, kein Spekulationsgut ist. Denn wir haben im Terrorismus, vor 10 Jahren hat das Ganze angefangen zu bröckeln, aber wir haben halt alles verkauft, was zu verkaufen geht, um eben diesem Mantra Gelderwerb oder Geldanhäufung zu dienen. Und wir merken, Unternehmen werden aus der Börse genommen, Unternehmen werden zurückgekauft. Unternehmen werden übertragen an Mitarbeitende, an Kolleginnen. Viele Familienunternehmen sind zum Glück im eigenen Besitz hier in Deutschland, aber nochmal, wir sind in einem sehr lokalen Zustand. Deutschland ist ein oder Nordics teilweise auch. Das, was wir hier in ein paar Ländern haben, ist weltweit überhaupt nicht Gesetz. Gesetz ist eigentlich das Geldanhäufen des Krematismus, der Krematismus. Ja, wie können wir jetzt diesen Wandel beschleunigen? Jetzt haben wir so tolle Beispiele gesehen, jetzt haben wir mal ganz viele Buzzwörter und auch ganz viele Hinweise bekommen, um mal hinzugucken, was kann ich mir im Nachhinein vielleicht mal anschauen im Detail. Aber wie können wir wirklich versuchen, den Wandel, zurück zum Gemeinwohl, zurück zu der Verfassung, wir haben ja jetzt eine Verfassung verankert in Deutschland, wie können wir dazu treuer werden? Ja, und da kann ich hier, es gibt 5 Handlungsfelder, die wir identifiziert haben. Das eine ist die Finanzen. Welche Finanzentscheidung kann ich persönlich treffen, nachhaltig zu agieren? Wo lege ich meine Anteile an? Ich habe zum Beispiel Aktien von Fairphone, von einem Handyhersteller, der konfliktfreie Materialien verwendet, die eben keine Konflikte auslösen und Kriege anzetteln. Konsum. Wie kann ich mich nachhaltig ausrichten? Wie kann ich meinen Konsum vielleicht reduzieren und verändern? Arbeiten. Welche Arbeit möchte ich gerne lebenswirksame Veränderungen und Wirtschaft gestalten? Wo arbeite ich denn? Und ist der Erwerb, den meine Firma tut, rechtsmäßig? Das, was wir tun, ist das als Unternehmen, ist das rechtsmäßig im Sinne des buddhistischen vielleicht sogar? Unternehmen. Wie kann ich mein Unternehmen so transformieren, dass es gemeinwohlorientiert wird? Wie kann ich diesen Mut fassen, wie ganz viele andere Pioniere? Es gibt hunderte Unternehmen, die Bilanzierung nach Gemeinwohl machen. Es gibt Dutzend Unternehmen, die sagen, wir sind Postwachstumspioniere. Wir sagen bewusst, Wachstum ist für uns nicht das Ziel mehr. Und Politik. Welche politischen Wege gibt es in Zukunft mitzugestalten? Und da sind wir natürlich mit unseren Wahlstimmen auch die Möglichkeit zu sagen. Ich gehe mal ins Detail noch ganz kurz. Einmal in den Konsum hinein. Green und Social Washing erkennen, ja, also achtsam sein. Und man fühlt doch vielleicht, wenn da die Werbung mir irgendwas auch kaufen will oder ob das ernst gemeint ist. Alternativen eine Chance geben, Tomorrow Bank, alternative Getränke wählen, Alternativen eine Chance geben. Ja, mittlerweile sind wir aus diesem
grünen verstaubten Anstrich heraus, Unternehmen, die auch nachhaltig sind, Organisationen, dass man denen auch vertrauen kann. Dann verkauft vielleicht das nächste Mal die Lebensmittel von einer Genossenschaft oder von einem Unternehmen, wo man weiß, der Code, also das Betriebssystem und die Programmiersprache ist Open Source, also offengelegt und für alle einsehbar. Dann vielleicht einen eigenen CO2-Fußabdruck ermitteln, ja. Also bin erstaunt, dass ich immer noch bei 10 Kilo, 10 Tonnen im Jahr liege. Das ärgert mich und da möchte ich gerne was verändern. Aber das sichtbar machen, das reicht schon, um zu wissen, wie kann man seinen eigenen Konsum eigentlich hinterfragen und dann letztendlich zu handeln. Glück im Inneren statt im Äußeren finden, ja. Auch was uns vielleicht das Marketing und diese Firmen suggerieren, ist ja sehr stark, dass wir das Glück im Äußeren finden müssen. Auch wieder sehr philosophisch oder auch buddhistisch geprägt, die Aussage. Aber es lohnt sich da mal hinzuspüren. Ich bin da auch ganz am Anfang, aber es ist verblüffend dann, wenn man dann auf einmal mehr Glück im Innen sucht. Und dann am Ende des Tages sich zu überlegen, muss ich etwas kaufen ganz oben? Kann ich vielleicht auch selber machen? Kann ich es vielleicht auch tauschen? Kann ich Sachen vielleicht leihen? Kann ich das gemeinsam kreieren als Team? Oder ich benutze das, was ich schon habe. Ich brauche es nicht mehr den zweiten oder dritten Maserati. Ja, und dafür gibt es natürlich auch ganz tolle Möglichkeiten. Einfach nur als Beispiel, neue Narrative, wunderbares Magazin. Auch übrigens die aktuelle Ausgabe. Ich habe es hier, eine egofreie Wirtschaft, inhärentes Ziel, aber es geht auch darum, letztendlich diese Geldanhäufung und weiteren Themen, die dieses Ego betreffen, zu reduzieren. Switching Software als Alternative, wo ihr ganz viele Software findet, um aus den großen Unternehmen herauszukommen, die vielleicht, wo man nicht genau weiß, was machen eigentlich mit meinen Daten, weil ich finde es immer gut, Transparenz zu bewahren. Und utopia.de als Webseite, wo man ganz viele Konsum- und Verhaltenstipps bekommt. Und das Ganze kann auch Spaß machen. Arbeit. Ihr seid Gestalter, ihr seid alle in tollen, hohen Positionen, ihr seid alle Möglichmacher und ihr habt alle eine Stimme und die könnt ihr einsetzen. Gestaltungspotenzial erkennen, vielleicht mal eine Gemeinwohlbilanz anstoßen, vielleicht mal etwas hinterfragen und so weiter. Die richtigen Fragen stellen. Den rechtsmäßigen Erwerb erkennen. Tun wir das, was wir tun? Ist das rechtsmäßig im Sinne der Ethik und der Moral? Ist das im Sinne der Werte und im Sinne des Gemeinwohls? Und seinen Arbeitgeber vielleicht überdenken. Ja? Also es gibt hunderte Organisationen, Non-Profits, For-Profits, Startups, die eben diesen Weg gegangen sind und sagen, wir wollen anders wirtschaften in Zukunft und die suchen alle händeringend euch als Experten. Ich glaube, das ist der größte Markt, den es überhaupt gibt an freien Arbeitsplätzen momentan, weil da ist einfach viel zu tun. Unternehmerinnen, du als Unternehmerin oder als Unternehmensinhaberin, du kannst Geschäftsmodelle und Kennzahlen gemeinwohlorientiert entwickeln. Du kannst Partnerschaften mit Stakeholdern und sogar Aktivisten eingehen. Du kannst da mal ordentlich zuhören und tief mal reinspüren, was wollen eigentlich die Aktivisten, warum protestieren die so? Gemeinwohl- und Postwachstumspionier werden oder Programme für die Wirksamkeit überhaupt öffnen. Es gibt viele Startup-Programme, Acceleratoren, Inkubatoren, vor allem Hochschulen, leider Gottes immer noch so. Am Ende des Tages wirst du als Startup darauf gemessen, als Erfolgsunternehmen, wenn du einen Exit machst oder wenn du Investitionschancen liefern kannst. Also sprich wieder geldorientiert. Aber wir wissen aus der Startup-Welt, dass nur 0,9% der Startups in den USA extern VC-Capital, also Venture-Capital bekommen. Aber alle reden über externes Finanzierung, über Venture-Capital, über Großbankeninvestitionen. Aber die meisten wenigsten bekommen das. Also auch da eine neue Balance schaffen zu dem, was jetzt eigentlich an anderen Werte, an denen ich mich orientieren kann. Vor allem, wenn ich EU-gefördert oder steuergefördertes Programm anbiete, sollte man vielleicht überdenken, ob diese älteren, die ich auch gelernt habe in meinem Studium, ob diese Kennzahlen noch die wesentlichen sind. Jo, und dann Innovation auch zu überdenken, ja. Innovation ist ja an sich drei Treiber. Man kennt, ne, Desirability, Feasibility und Viability, also der Mensch ist etwas erwünschbar, will der Mensch das wirklich? Technologisch machbar, ja klar, das ist immer kein Problem. Und es ist wirtschaftlich tragfähig. Und ich finde, eine vierte Dimension hat es hier verdient, nämlich zur Integrität zu kommen, nämlich eine lebensdienliche Innovation zu kreieren, indem wir eine Integrität, eine Haltung, einen positiven Beitrag, vielleicht sogar einen regenerativen Beitrag leisten wollen für die Gesellschaft und der Welt. Das als Innovationsdisziplin mit anzuerkennen, das als Prio 1 vielleicht sogar zu setzen, um ein Gewicht, Neugewicht zu finden, das kann gegeben sein. Man kann das Business Model Canvas nutzen, man kann es ein bisschen umbauen, dort das Social Environmental Kosten hinzufügen oder auch den Mehrwert, den man sozial und ökologisch vielleicht gibt. Man kann sich das Lean Impact Buch mal anschauen. Das ist ja eine Weiterentwicklung von den ganzen Lean Startup Methodologien, wo es eben darum geht, Wirksamkeitskennzahlen zu finden, die letztendlich deinen Impact, deine positiven
Veränderungen in der Gesellschaft, dass die bemessen werden und dass du das als oberste Linie nimmst. Und das kannst du auch klein testen. Das muss man nicht Millionen Gelder investieren und zurücklegen, sondern man kann Sachen auch klein testen. Dafür sind diese Lean Startup Prinzipien immer noch und die Agilität immer noch das wunderbare Mittel. Ihr könnt euch auch Netzwerken anschließen. Netzwerk achtsame Wirtschaft mit Kai Romhardt. Tolles Buch. Da geht es eigentlich genau um das Thema Konsum, Arbeit und Geld. Eine neue Einsicht zu erlangen, eine neue alternative Facette zu sehen. Die Gemeinwohlökonomie habe ich euch heute vorgestellt. Und den Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, wo es Sozialunternehmer gibt, die eben auch sagen, ich kann unternehmerische Fähigkeiten an echte gesellschaftliche Probleme binden und lösen wollen. Und das unter kontrollierender Dimension des Governance. Also sprich, sich selbst regulierend oder extern regulierend letztendlich zu wirken. Das sind jetzt nur noch nur Beispiele. Es gibt, wie gesagt, ganz, ganz viel. Da ist auch die Frage, was kann man politisch denn tun? Auch da kann jeder Einzelne von euch Teil der Lösung sein und nicht des Problems. Wenn ihr Leute seht, die motiviert sind, was zu verändern, dann lasst sie vorwärts gehen, ermutigt sie und legt nicht Beine in den Weg oder Steine in den Weg. Beine auch gut. Lasst sie nicht stolpern, sondern unterstützt diese Menschen. Die haben den Mut, etwas positiv zu verändern. Und gemeinsam schaffen wir das auch. Sie sind Ziele der Nachhaltigkeit mehr mitzugestalten. Vielleicht auch das Ziel 8 überdenken. Das Ziel 8 redet immer noch von Wachstum. Vielleicht muss das konterkariert werden, aber die restlichen Ziele gerne mal die weiter verfolgen. Gemeinwohl einfordern. Es gibt ganz viele Städte in NRW, die sich gerade in der Gemeinwohlbilanz erstellen. Und vor allen Dingen wir als Deutschland, wir sind immer noch präsistiniert. Ja, wir dürfen sowas denken, wir dürfen sowas laut äußern, wir dürfen das fantasieren. Wir haben den Luxus als teilweise, viele Menschen haben das nicht, aber einige von uns haben das, dass sie sich mit sowas auseinandersetzen können in ihrer Freizeit. Und andere Nationen darf mit zu inspirieren und einen Schritt vorwärts zu gehen. Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz, 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 ganz wichtig. Deutschland und Europa als Wettbewerbsvorteil, in dem Fall auch diese Werte. Ich glaube ganz fest, dass Menschen in Zukunft, und das ist heute schon so teilweise, bestimmte Produkte und Dienstleistungen kaufen, wenn sie denn ehrbar sind und auch wirklich intrinsisch gut integrer sind. Also Volkswagen ist eine gute Marke, aber wenn ich dann sowas mit Dieselskandal mache, habe ich natürlich die Karten weltweit verspielt. Aber es geht darum, dass wir, glaube ich, trotzdem in uns haben und wir das noch mehr zeigen können. Wir haben einen wunderbaren Start gehabt in der sozialen Marktwirtschaft. Um das zu erweitern und zu entwickeln, dafür gibt es eben Sozialunternehmer oder auch Konsumenten wie wir und du. Ich glaube, das kann ein Wettbewerbsvorteil sein. Und wenn ich mit Leuten rede, aus Marrakesch zum Beispiel, ja, wenn ich mit Marokkanern rede, und die gucken alle nach Deutschland und nach Europa und achten darauf, was wir tun und wollen das adaptieren. Das ist was ganz Schönes. Und die Mela, die weiß, ich zitiere sie eigentlich immer wieder, die ist auch heute dabei. Ja, China hat die Macht der Massen, Amerika hat den Kampf der Skalierung. Europa hat die Kraft des Sinns vielleicht. Ja? Also die Wurzeln des Humanen liegen in der Renaissance und das ist vielleicht aktueller denn je, da wieder mehr hinzugucken. Ja, vielleicht gibt es sowas wie den Brüssel-Effekt, DSGVO. Ja, leidiges Thema und auch nicht perfekt umgesetzt, aber es bewirkt etwas. Nämlich Privatsphäre und Datenschutz an erster Stelle zu stellen. Oder der Greta-Effekt, dass dann durch dieses kleine Mädchen an der Schule letztendlich dann doch was entstanden ist, was jetzt gerade pausiert ist wegen der Corona-Krise. Aber das Nachhaltigkeitsthema ist nicht mehr wegzudenken. Und das gab es aber auch schon mal vor 10 Jahren, es gab schon mal vor 30 Jahren Nachhaltigkeitsinitiativen. Aber man muss das Ganze vielleicht einen Schritt nochmal ernster nehmen. Finanzen, was mache ich mit meinem Geld? Das Geld anlegen, alternative Anlagemodelle finden. Muss es Fast Trading sein? Muss es Aktien sein von großen Unternehmen? Oder kann ich auch vielleicht lokal was unterstützen? Oder ein Fairphone unterstützen oder ein ShareTribe oder andere Unternehmen, die jetzt endlich Genussanteile als Genossenschaft vergeben. Probiert man neue Banken aus? Oder seinen Bezug zu Geld generell hinterfragen. Da hilft auch das Buch hier wieder. Was nochmal hinterfragt eigentlich, wann ist Geld genug sein? Und habe ich vielleicht, wenn ich weniger will, aber mehr habe, habe ich dann etwas mehr Fülle? Oder wenn ich mehr haben will, aber nicht habe, dann entsteht ein Mangel. Und aus welchem agiere ich denn hinaus? Als Unternehmen oder eben als Mensch? Und Wert, Sinn und Menschlichkeit in echten Nutzen, das versuchen zu verstehen, was heißt das denn in der Qualität? Sinn, Menschlichkeit, echter Nutzen, das sind Beispiele von wie gesagt, Christian Felber, der sagt, ultimativ sind das 3 Ersatzwerte für Profit, Rendite und BIP. Muss man noch ausarbeiten, da steckt viel Wahres dahinter, aber viele Menschen sind ja auf dem Weg dahin, genau das zu erspüren und wieder das als Qualität zu verstehen. Und das als überste Qualität. Es geht darum, dass das die Hauptprämisse wird. Ja, jetzt ist Zeit zu handeln und deswegen auch die Frage an euch. Nach dem Breakout beantworten wir eure Fragen, aber jetzt in dem Breakout, ich würde euch diesmal 4 Minuten geben,
auch wieder in Zweiergruppen. Und die Frage an euch, was nimmst du heute mit aus dem Vortrag? Wir sind ja auch schon am Ende. Und welche eine Sache lässt du los und was beginnst du heute? Stichwort Exnovation ganz kurz. Wir reden immer von Innovation, aber die Kunst, etwas wegzulassen oder etwas nicht mehr Dienliches zu entfernen, ist Exnovation. Auch ein Begriff, der ist sehr neu oder gar nicht so neu, aber der ist jetzt erst bekannter geworden. Exnovation, also Sachen wegzulassen, damit ich Raum für Neues habe. Also vielleicht findest du jetzt in den nächsten 4, 5 Minuten in eurer Diskussion, in eurer Gruppe etwas, was du loslassen würdest und was du gerne anfangen würdest, um eben wir als Organisation diesen Wandel eben zu begünstigen. So, also ich habe eine Frage und zwar vom Wilfried. Er fragt, wie sieht ein Team aus, das neues Geschäft stärker an Gemeinwohl und Nutzen der DBAG für die Gesellschaft bringt und weniger an Gewinn ausrichtet? Ich baue gerade ein neues Team für IT-Fachvertrieb auf. Ja, das ist zu beantworten, indem ich erstmal verstehen muss, in welchem Rahmen bin ich eigentlich aktiv, ja, und sind die Anreize entsprechend so gestaltet, ja? Also geht es am Ende des Tages um eine Gehaltsbeförderung der einzelnen tätigen Mitarbeiterinnen, müssen sie sich dann an bestehende Menschen halten, zum Beispiel, um entsprechend diese Gehaltserhöhung zu bekommen? Oder gibt es ein anderes alternatives System, um auch entsprechend motiviert zu sein, am besten auch intrinsisch motiviert? Also da fängt es halt an, meiner Meinung nach, diesen Strukturen. Ja, wo bin ich eigentlich verortet? Was ist eigentlich um mich herum los? Und welche Ziele muss ich denn verfolgen am Ende des Tages? Ich muss halt als Team glaubhaft machen. Und Entwickler sind da besonders, wir sehen uns nächstes Mal bei Tanjas Talk ja auch nochmal in der gewissen Bedouille, weil früher war, oder oft war es so bei Entwicklungen, dass eben bestimmte Menschen, nämlich solche Manager, entschieden haben, was passiert mit dem Produkt und letztendlich dafür auch die Verantwortung übernehmen, aber die Entwickler zum Beispiel nicht. Und das ändert sich ja auch zum Teil mit den Softwarehaftungsfragen und so weiter. Und ich glaube, das ist auch nochmal spannend, wenn ich als Mitarbeiter verstehe, was ich da tue, was ich programmiere, was dient das am Ende des Tages? Dient das nur dem Unternehmen und der Tasche von wenigen oder dient das dem Gemeinwohl und wie kann ich dazu beitragen? Und das sind Klärungsfragen, die muss man am Anfang als Team klären und auch mit dem System, mit der Organisation anfangen zu klären. Ja. Okay, danke für die Antwort, Daniel. Und der Timo fragt, der hat zwei Fragen. Gibt es denn einen echten Wandel, fragt er, und ist Bosch ein Unternehmen mit positivem Impact auf die Welt? Kommen wir zur zweiten Frage mit Robert Bosch. Bei Robert Bosch ist es so, die GmbH, die macht den Hauptumsatz und 93% des Gewinns müssen sie abführen an eine Stiftung. Und sie dürfen halt 8% behalten zum Reinvestieren. Und diese Stiftung agiert halt umständlich, aber an den Prinzipien von Robert Bosch und seinen tiefen Glaube letztendlich und investieren quasi in Bildungsprojekte und so weiter. Ich bin jetzt nicht bei Bosch gewesen oder bin jetzt Angestellter, aber ich kann sagen, dass das eben dieser Versuch ist, die Verantwortungseigentum zu übertragen, nämlich auf Bosch. Ob Bosch ein gutes Unternehmen an sich ist, per se, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass die Teil dieser Unternehmen sind, die 6-mal länger überleben als klassische Unternehmen. Nämlich es gibt diese Meyer-Kappler-Kurve, die aufzeigt, dass Unternehmen, die im Eigenverantwortungssystem arbeiten, das heißt, die Verantwortungseigentum praktizieren, das heißt, keine externe Investoren zum Beispiel haben oder Menschen daran profitieren, die vielleicht gar nicht im Unternehmen aktiv sind, sondern vielleicht ausgeschieden sind, aber als Boni das mitnehmen, dass wenn man die Verantwortung zurück in die Hände der Mitarbeiter legt, dass dadurch das Handeln anders wird und dass trotzdem diese Unternehmen sechsmal mehr überlebensfähig sind als klassische Unternehmen. So ist Bosch auch alt geworden, würde ich sagen. Ja. Und jetzt kommen wir zum Dann hatte großen Wandel. Die Timo, Fragezeichen ist ein genau. großer Wandel möglich? Also ich war vielleicht noch zwei, einfach kurz zwei Slides. Du machst die auch aus, die Slides. Ne, also ich meine, unsere Mutti sagt ja auch, ja, die gesamte Art des Wirtschaftens und des Lebens, wie wir es uns angewohnt haben, werden wir in den nächsten 30 Jahren verlassen. Und das danach zu bauen, das ist jetzt unsere Aufgabe. Ja, und nicht erst in 30 Jahren. Und sie ist da kongruent, zumindest mit sich selbst und mit anderen Leuten. Das World Economic Forum, da wird es auch tausendfach schon gepredigt. Ne, ich frage, was wird letztendlich umgesetzt? Aber ich glaube, der Kunst liegt darin, dass wir alle teilhaben. Deswegen auch der Schmetterling am Ende, ne, nämlich, dass wir sagen, wenn wir alle kleine Pflänzchen setzen, uns selber verändern im Verhalten, geschieht vielleicht was Größeres in der Tornado, der entsprechend dann woanders auf der Welt ausgelöst wird. Und da glaube ich fest dran, dass das eine Möglichkeit ist,
diesen Wandel zu erzeugen. Aber man muss genau das immer wieder hinterfragen. Und Timo, deswegen ist ganz, ganz wichtig, ernsthaften Wandel zu verstehen, immer wieder die Kollateralschaden, die Hinweise des Negativen immer auszubalancieren, zu versuchen, gerade zu stehen für Haltungen. Und da wird auch Tanja nächste Woche auch mehr, nächstes Mal dazu mehr erzählen.